Hallo und herzlich willkommen zu einer frischen Runde der Vorwurst hier im wunderschönen kleinen gemütlichen Dörflein. Wir kümmern uns heute um weitere Blaupausen. Es bleibt ja nicht mehr so viel Zeit bis zur 100. Folge. Schon mehrfach erwähnt, bis dahin muss hier einfach alles fertig sein und stehen. So wie sich das gehört. Dann bauen wir da unten schnell noch die letzten paar verbleibenden Stöcke dran. An die Lagermöglichkeit am Kran. Und dann kümmern wir uns hier oben um den restlichen Platz. Da muss noch was hin. Und hier vielleicht noch was Kleines. Mal schauen, wie wir das denn regeln. Jemand da? Nein, keine Vertreter vor der Tür. Diesmal alles ruhig. Nun denn, fertig gebaut. Auch wenn ich einmal hier unten stehe und die Bäume mich so verlockend angrinsen. Ach komm, da laden wir das Ganze gleich auf. Für die Plattform, die wir dann oben errichten. Was höre ich denn hier? Rumpeln und klimpern. Okay. Wer weiß, was das wieder war. Dich nehme ich noch und dich noch. Und den einzelnen einsamen Baum da drüben natürlich auch noch. Wie viel brauche ich noch? 4, 6. Nummer 8. 10 und 12. Ja, muss noch. Muss noch. Das heißt, mit dir komme ich nicht zurecht. Aber weghauen kann ich dich ja dennoch schon mal. Ja. Kann man doch als schöne, ordentliche, kleine, befestigte Anlage da oben sehen. Gefällt mir von Mal zu Mal immer besser. So, 6 Stämme, 2 Bäumchen bräuchte ich noch. Nehme ich einmal dich hier. Na, schwing die Axt richtig, wie ein Mann. Mein Gott. Einmal da und einmal hier. Das war's dann für hier unten. Nummer 8 und 10. Und die letzten beiden guten Stücke. So, einmal dahin. Dich lasse ich jetzt hier unten stehen. Und wieder nach oben. Na, nee, Moment, jetzt muss ich den ja noch wegnehmen. Ja, das gefällt mir nicht, dass der so reinragt. Habe ich den Schlitten denn noch hier irgendwo stehen? Müsste eigentlich davon irgendwo sein, eigentlich. Du kommst weg. Und nun hier noch draufgepackt. Jawohl. Soll ja nichts wegkommen. Nun aber endlich hier hoch mit dir. Und ins Buch geschaut. Tor wieder zu. Es zieht. Wir kennen das Spiel. Und nun. Ja, wie machen wir das denn hier mit den ganzen blöden Steinen im Weg? Wir hätten hier auch noch einen Baum, der im Weg steht. Da müsste dann. Ja, da müsste dann wohl auch leider weg. Da kommt aber nur was Kleines hin.
wirklich nur die Breite von hier bis zu diesem Stamm. Und dann in die Länge gezogen das Ganze. Jawohl, mit Anschluss da vorne an den Weg. Ah, bin mal gespannt, wie das aussieht, wenn ich das gleich setze. Und was wir auch noch gar nicht haben, aufgefallen, können wir auch gleich setzen hier. Ja, ein trauriges Kapitel, aber muss ja wohl auch sein. Neben die Kirche oder neben die Kapelle können wir da ja noch zwei oder drei Stück mit hinsetzen. Einmal einen so rum, den anderen dann so rum. Und Moment, darf nicht in die Wand reinragen, aber passt. Dann nehmen wir den dritten auch noch und du kommst dahin. Jetzt bräuchte man natürlich, oder was heißt natürlich, besser wären hier noch zwei Lampen, rechts und links davon. Ach, merke ich mir irgendwann mal genau, wo die zu finden sind? Wahrscheinlich nicht. Und wenn, ist es dann eh zu spät. Einmal dahin. Licht ist immer gut. Und, ach komm, bitte, bitte, bitte gerade etwas. Ja, genau. Stock, den haben wir doch noch hier. Da wenigstens die Lampe fertig. Ach, da können wir die ja auch noch mitnehmen und die da vorne auch noch. Einmal dich. Und einmal dich. Ach komm, da auf mir einmal eine Runde. Was soll's? Du dürftest kaputt gehen, jawohl. Das klappt schon mal. Haben wir vielleicht noch ein paar Samen? Nö, auch nichts mehr. Ach. Da muss ich wohl mal eine große Tour drehen und mal ordentlich das Samenbeutelchen füllen. Na, das hört sich auch irgendwie verkehrt an, aber naja. Oh, Moment. Dich hacke ich auch noch weg. Kann ich dich denn gleich da drüben mit verbasteln? Und du kannst dann über die nächsten nachwachsen. Oh, nee, nicht ins Wasser muss das sein. Muss ich jetzt wieder das nasse Holz anfassen? Super. Na, na, na. Ja, was machst du denn da unten? Elf Baumstämme für ein so ein Teil. Da ist das nicht ein bisschen übertrieben. Gut, das haben wir. Hier wäre auch noch einer. Nee, zwei. Da dran mit dir. Und du kannst da drüben auch abgeladen werden. Alles gleich verbasteln, was noch hier zur Verfügung steht. Und daran einmal fertig, können wir damit jetzt auch irgendwas machen? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Einfach nur Deko. Wie das andere alles auch. Naja. Schade, schade, schade. Aber das Leben ist kein Ponyhof. Es ist nicht alles einfache Zuckerschlecken. Und nun hier geplant. Da muss der aber leider auch wieder weg. Ach, es schmerzt mich heute wirklich. Aber was weg muss, muss weg. Ach, das muss vielleicht auch weg. Nicht nur vielleicht, das kommt weg, aber bitte auch wirklich nur das. Ja. Vielen Dank dafür.
Nun, hier müssen wir vorbeikommen irgendwie. Das heißt, auf dieser Höhe hier angefangen. Reicht das? Nein, ein bisschen höher noch. Ja, so vielleicht. Ein bisschen weiter links können wir auch noch. Ja. Da könnte man doch eigentlich auch. Moment, das muss ich jetzt mal probieren hier. So schön über den Stein drüber. Welche Höhe kommen wir denn hier vorn? So. So. Und wieder nach hinten. Zack. Jetzt müssen wir das Ganze nur noch gerade hinbekommen. So. Na, dürfte doch gerade sein, oder? Diese Seite ja. Hier auch. Ja, super. Vorn wieder mal nicht. Ach, Mensch. Auf ein neues. Wir kennen das Spiel ja. Wie viel Mal ich das schon wieder abgerissen und neu aufgebaut habe. Also nicht das, aber andere Sachen. Jetzt richtig hier vorn. Ja, hier vorne sieht es gut aus. Komm, bitte, bitte, bitte. Ah, so. So. Da stimmt's. Hier, jawohl. Auch hier vorne ist nun abgenommen. Und die Seite stimmt auch. Ja, wunderbar. Passt das also auch mit hier hin. Der Platz wäre gefüllt. Das haben wir genommen. Da könnte man aber theoretisch hier noch. Ich weiß nicht. Nee, das lassen wir jetzt vorläufig so. Stellen hier noch was hin, oder? Aber hier kommt auch noch was Kleines hin. Hätte man eigentlich den Weg noch mit anschließen müssen, kann man den Weg wieder wegnehmen. Das wollte ich ja sowieso mal schauen. Ah, sieht auf jeden Fall so aus. Das heißt, wenn wir das Stück jetzt hier wegnehmen würden, aber bitte, bitte, bitte wirklich auch nur das Stück. Ja, das passt. Dann gehen wir von hier aus. Mit dem Pfad da angesetzt. In diese Richtung. Ich höre da draußen, glaube ich, irgendwas rumlaufen. Einmal dahin. Einmal hier entlang. Da muss das Bäumchen auch wieder entfernt werden. Ja, ich weiß. Und dann hier. Oh, Moment. Das muss ein bisschen steiler werden, glaube ich. So. Ja, super. Das wird dann wieder so nichts. Ach. Immer was Neues. Wieso lasst ihr mich hier nicht bauen? Dann halt so. Jetzt meckert nicht. Schön an der Mauer entlang. Ach ja, ihr müsst ja auch noch einen Berggang hin. Dann wird das ein bisschen eng mit dem, was ich vorhatte. Ja gut, dann halt doch so. Mein Gott, ein Hin und Her hier. Da muss ich das irgendwie damit dazwischen quetschen. Ne? Ich werde das schon irgendwie mit hinbekommen. Einmal da so schön dran. Und jetzt dürften wir das doch von hier so weiterführen können. Naja, nicht ganz, aber, oder? Doch. So. Schön bis hier. Genau. Zack und. So. Na, komm, den einen. Nur den einen. So.
So, jetzt mal geschaut. Was höre ich denn hier die ganze Zeit? Na, lass mich bauen. Können wir doch einmal auf den neuen Wehrgang schauen? Oder hast du dich schon verzogen? Habe ich zu lange gebraucht. Ja. Na gut, dann weiter zum Weg hier. Oh, ein paar Steinchen. Naja, komm. Ein bisschen was können wir ja noch sammeln. Da hätten wir das gefüllt, einen Weg gebaut. Aber hier muss eigentlich auch noch was hin. Ich weiß nur noch nicht, was. Wir setzen auf jeden Fall schon mal eine Plattform dafür. Nicht auf die Höhe, sondern etwas nach unten versetzt. Ungefähr hier so. Das dürfte ja hoffentlich gerade werden. Einmal bis hierhin und bis dahin. Wieder angeschlossen hier. Ja. Sieht gerade aus. Hier die Seite auch. Oh, naja, einen kleinen Millimeter zu viel, aber das sehen wir ja nicht zu eng. Nehmen wir trotzdem. Und da vielleicht auch noch so ein kleines Dach drauf gesetzt. Als weitere Terrasse genutzt. Oder vielleicht auch fällt mir noch ein anderer Nutzen ein. Werden wir dann in Zukunft sehen. Noch schnell ein paar Steine hier aufgesammelt und dran gebastelt. Dann dürfte es das auch für heute schon wieder gewesen sein. Fertig werden wir den nicht ganz bekommen, glaube ich. Aber wir können ja mal schauen, was wir schaffen. Das noch und hier Steinchen. Immer her damit. 7, 8, 9, 10. Na, super Wetter. Wunderbar. Das wäre geschafft. Weg 1 fertig. Ja, komm, hier noch ein paar sammeln. Was anderes platzieren oder noch anfangen, lohnt sich ja jetzt sowieso nicht mehr. Also hier noch schnell. Zack. Und ach nö, komm. Den einen noch hier, zack. Ja, solange die Sonne noch da ist, können wir das Spielchen ja noch fortführen. Solange ich die noch sehe. Und dann wird das andere, was jetzt alles offen steht, bis zur nächsten Folge wieder fertig gebaut. So wie man das kennt und so wie sich das gehört. Vielleicht auch noch wieder mit dem ein oder anderen Extra, was noch hinzukommt. Was mir da spontan dann noch einfällt. Und dann hätten wir so das kleine Dörfchen schon so ziemlich gut hergerichtet. Ja, ich weiß, Details und Einrichtung und ja, da fehlt noch ein bisschen was, das ist mir schon bewusst. Wird aber auch noch kommen, das verspreche ich. Ja, komm, dann wird das vielleicht doch noch was mit dem Weg hier. 50 Steine noch. Feuerzeug schnell rausgeholt. Das machen wir dann doch noch schnell noch fertig hier, dass ich ein Erfolgserlebnis wenigstens in dieser Folge verbuchen kann. Ein kleines. Dich noch und dich noch.
Hier haben wir doch auch noch was. Und da sehe ich noch. Ui, keinen Schaden, bitte. Hier lag doch sonst auch noch was. Da sehe ich doch. Böse Geräusche wieder. Oder waren es nur Paarungsrufe? Man kann es nicht genau deuten. Acht, Nummer 10, wo bist du da? Nein, immer noch nicht. 18 Stück noch. Los jetzt aber hin hier. Die Nacht ist schon hereingebrochen. Die Grillen zirpen. Ja, das fertig. Und das noch. Jetzt noch eine Ladung, dann bin ich zufrieden. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Da macht die Ausdauer wieder einen Strich durch die Rechnung. 8, 9 und 10. Endlich. Wow. Also die Schreie sind, ich sag mal, merkwürdig. Aber naja, was will man auch anderes zu diesen Kollegen hier sagen? Gut, damit wieder zurück auf die obligatorische Aussichtsplattform. Wieder mit dem Mond im Gesicht und dem Meer vor unseren Augen beenden wir diese Folge an dieser Stelle. Ich bedanke mich wieder fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, Like und Abo dagelassen und bis zum nächsten Mal. Macht's nicht gut, macht's besser.